Ja, mir die extra, oder? Zuerst zubinden und dann zu mir. Ein Jahr ist wieder um und für Nikolaus ist Zeit, dass er nachschaut bei den Leuten. Lang war der Weg und nur kurz die Rost. Jetzt bin ich bei Ihnen im Haus der Gast. Ich bitte um einen Einlass, darf gern beschenken, weil gerade in der Zeit sollte man an seine Mitmenschen denken. In einer kalten, finsteren Nacht bin ich in St. Nikolaus am Weg. Sollt nachschauen, ob alles zum Besten steht. Besinnt euch auf die wichtigen Dinge im Leben. Versucht es einfach immer, in kein Bestes zu geben. Ich singe noch so ein bisschen. Versprichst du mir das, was du brauchst bis nächstes Jahr? Ja. Ich werde wieder nachfragen. Danke. Okay. Schön. Da wird es schon feigen, oder? Ja, da aber. Ein Jahr, oder? Wird es langsam Start werden, in Straßen und Gassen. Bleib stets zufrieden, bescheiden und heiter. Der Nikolaus geht noch ein paar Häuser weiter. Der Adventfrieden und eine weihnachtliche Stille soll einzukalten bei uns im Haus. Wünscht die Gärmlingpass und ich, der Nikolaus.
Wochen. Wir werden nachfahren. Ja? Vati, hol nicht viel gelesen in meinem Buch, immer, da passt's. Aber da gehst du rein, da hörst du mir Sachen. Ja? Nein. Nichts, gell? Du brauchst. Ja? Matthias, schau, was du von Nikolaus sagst. Bitte schön. Verlassen, wird es langsam stark werden. Schossen und Gossen. Bleib stets zufrieden, bescheiden und heiter. Der Nikolaus geht noch ein paar Häuser weiter. Ich habe es nicht mehr.
Ja, so geht's. Du kannst eine Fernseh auch noch fahren, glaube ich, gell? Ja, so geht's. Ne? Bedanken möchte ich mich für 15 Jahre voller schöne Momente mit Ihnen. Eine lange Zeit, wo ich dran denke. Bleibt so wie ein Satz und merkt euch meine Lehren, dann würde ich die Därmlingpass auch nächstes Jahr wieder bescheren. Ja.